Harry sagt Hallo zur Realität heute am 13. September 2021 hier von unserem Aussichtspunkt mit dem Blick über Maspalomas und ihr seht vielleicht jetzt den Faro, den Leuchtturm und dahinter auch ein Schiff, als ob es den Leuchtturm durchschneiden wollte. Ja, wir haben viel Wind, viele Wolken, ihr seht selber. Das ist der Originalblick hier über den Golfplatz von Maspalomas. Ja, die Wolkenformationen heute ganz komisch. Das heißt komisch, ungewöhnlich. Wir haben also überall hellere, dunklere, schnell ziehende Wolken. Und da der Blick jetzt hier über Playa, das sieht aus wie in Watte gepackt. Ja, es ist sehr angenehm von den Temperaturen. Ich schätze mal 26 Grad. Ja, hier zeigt das Thermometer 28 Grad an. So, und wir fahren eine kleine Runde. Wir fahren Richtung Sita Jumbo Zentrum. Hier kommen wir jetzt zur Avenida Tirajana. Ja, recht herzlichen Dank fürs Abonnieren, fürs Teilen, fürs Weiterleiten der Videos und natürlich auch für die Kommentare, für die Beantwortung der Kommentare, weil viele sich auskennen und das wunderbar dann auch erledigen können. Es kommen immer auch einige Fragen an die Allgemeinheit. So, jetzt wird der Wind wieder etwas weniger. Hier auf der Tirajana habe ich hier richtig Gegenwind und da versteht man, glaube ich, kaum ein Wort. So, und hier mal wieder ein Trulli-Bus. Die waren auch recht selten in der letzten Zeit, aber sie fahren wieder. So, hier vorbei am Rio Hotel. Ja, da waren auch wieder Bekannte jetzt sehr zufrieden, auch mit dem Essen, mit dem Service. Die haben das Hotel und den Service nur gelobt. Ja, und hier immer ein schöner Blick in der Calle La Luna. Hier vis-à-vis vom Rio Palmeiras. Ja, die Strandbuden, die Sonnenschirme und die liegen immer wieder die Fragen. Ich werde euch, sobald ich irgendwas weiß, das auch mitteilen. Aber im Moment leider noch nichts Neues. So, das ist jetzt hier der Blick über den Parkplatz Anexo Do, dem Strandabschnitt hier, wo man mit dem Auto direkt an den Strand fahren kann. Ja, eben besonders hübsch und attraktiv ist es nicht, aber man kommt mit dem Auto bis am Strand und das ist vielleicht ja auch für ältere Menschen ganz interessant, die einen Leihwagen haben. So, und hier mal ein bisschen Zoom dabei. Das ist das Schiff da vorne, was wir vorhin am anderen Aussichtspunkt gesehen haben.
So, und dann kommen wir auch zu den Nachrichten. Viele Schlagzeilen gibt es heute nicht. Ja, am Strand ist nicht viel los, ihr seht dasselbe. So, es gibt 33% mehr Beschwerden über unsere spanische Post, am meisten Verspätung der Zusendungen. 181 Erdbeben wurden im August gemeldet und auf La Palma, glaube ich, die meisten. Post schreibt neue Stellen aus. Es wird auf Teneriffa auch die Aussaat von Heilpflanzen geben, kontrollierte Aussaat von Heilpflanzen. Teneriffa ist eine Frau tödlich verunglückt, die ist 150 Meter die Schlucht hinuntergefahren. Und das ist natürlich dann ja kaum eine Überlebenschance. So, und dann die Aufklärungskampagne über Badeunfälle, die wird ausgeweitet und ausgedehnt. Das ist ein riesengroßes Problem hier, dass die Menschen überhaupt nicht die Regeln kennen oder damit umzugehen. Und das möchte man vermitteln. Und die Inzidenz fällt weiter um die 30 auf den Kanarischen Inseln. Und das ist sehr positiv. So, wir fahren noch eine kleine Runde. Es geht weiter. Am nächsten Freitag wieder 16 Uhr Faro. Wer möchte, kann da, oder wer hier ist, kann mit dazukommen. Und da gibt es auch die Bilder, die Originale von Victor. So, und hier geht es zum zweiten Aussichtspunkt hier in Playa de Ingles mit Blick auf Maspalomas am Parque Duna Golf. So, und hier pfeift der Wind natürlich richtig, aber mit dem externen Mikro müsste das einigermaßen noch gehen. Ja, einige Kommentare oder zwei habe ich heute rausgelöscht. Das sind dann so Sachen, die irgendwie mit Politik zu tun haben, und da habe ich euch ja mitgeteilt, die kommen ganz einfach weg. Aber nichts Tragisches. So, und jetzt sehen wir auch mal die Baustelle hier. Hier unten im Campo de Golf. Ich weiß immer noch nicht, was das werden soll. So, und hier der Blick über unseren Golfplatz und ja, richtig in Wolken gehüllt oder ziemlich dunkel hier in Maspalomas, Meloneras. Und ihr seht hier an den Pflanzen und an den Palmen, die biegen sich ganz schön hier. Die Frage kam, sind denn Hunde nicht verboten am Strand von Maspalomas? Ja, eigentlich ja. Aber dennoch werden sie ab und zu mal mitgeführt. So, ich mache mich jetzt hier auf dem Rückweg und verabschiede mich jetzt hier mit diesen Aufnahmen und sage bis später. Ich muss heute noch mal nach Veloneras. Und ja, ich habe ja gesagt, wir haben eine Auswandererfamilie hier. Und die haben wir oder begleiten wir jetzt ein bisschen. Und ihr werdet überrascht sein, was da rauskommt. Wir werden da ein wunderschönes Video drehen und ihr könnt dann eigentlich richtig von Anfang an mit dabei sein. So, jetzt erstmal hasta luego, und wenn es noch irgendwas Besonderes gibt, dann melde ich mich nochmal, ansonsten morgen zum aktuellen Wettervideo.